Jo, meine vorigen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest 11. So, ich weiß ja noch, ich will das nicht jedes Mal sagen, schaut die letzte Folge, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist. So, ich möchte die Zeit nämlich vernünftig nutzen. Ich möchte heute eine Folge machen, die ein bisschen mehr zum Grinden und zum Leveln gedacht ist und zum Erkunden. Deswegen gucke ich auch mal, dass wir direkt diesen kleinen Fratz hier erstmal angreifen. Den Schützen, die Schützenwichte hier mal kurz ins Nichts schicken. Und nebenbei halt auch ein bisschen die Welt erkunden, ne? Also Leveln ist heute angesagt für mich, um ein bisschen mal zu gucken, was Erik so kann, was wir so Fähigkeiten noch so erlernen können, Talentpunkte und so weiter und so fort. Aber ich habe gesehen, das Talentpunktesystem ist schon recht ausgeklügeltes System. Oh, hier oben können wir hoch, wie ich sehe. Das hier? Kriegen wir wieder Gegengekraut, Wollgras und noch ein Heilkraut. Wunderbar. Die Heilkräuter habe ich bisher kaum verwendet, muss ich sagen. Aber es ist immer gut, wenn man mehr davon hat. Ist hier oben noch was? Sieht nicht danach aus. Bis auf dieser laute Wasserfall dort oben. Frag mich, ob man den Stern des Lichtbringers überhaupt sehen kann. Sieht nicht danach aus. Was soll das denn? Einmal runter hier. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht so viel zu reden habe. Ich nehme immer noch am Stück auf. Ich habe heute allein, keine Ahnung, 6 Folgen oder so aufgenommen gefühlt. Ich weiß nicht tatsächlich nicht, ob es 6 Folgen waren. Aber es könnte gut möglich sein. Wir steigen fucking schnell momentan die Level auf, was ich gut finde. So, neuen Zauber erlernen. Welchen haben wir denn erlernt? Sehr viel neuen Zauber. Knister. Okay, jetzt haben wir 6 Talentpunkte. Die können wir noch nicht zuweisen, weil ich brauche noch 9. Also noch ein Level und dann können wir den Lichtbringer mal kurz ein bisschen leveln. So, der Säbelzahnkatze ist zum Beispiel ein neuer Gegner. Ich kämpfe die ganze Zeit bei Nacht, weil ich das Gefühl habe, Nacht ist irgendwie krasser. Ach nee, wir halten auch ganz schön viele Erfahrungspunkte. 43 kriegen wir gerade so am Stück. Das ist schon echt krass. Aber es ist auch ganz gut so, wenn wir immer gute Erfahrungspunkte kriegen. Weil ich brauche sie für die Level. So. Erik ist mittlerweile Stufe 7. Erik muss auch, glaube ich, gleich mal geheilt werden. Ich bin Stufe 8. Erik wird wahrscheinlich gleich wieder aufsteigen. Zack. Und Level up. Nope. Kein Level up. Ganz gut so. So, wir kriegen kurz, wir haben noch ganz bestimmt noch ein Heilkraut hier. Genau. Benutzen wir das erstmal. So. Ich habe mir auch überlegt mit Erik wirklich, ich hätte gerne, sehr gerne 2 Waffen mit Erik. Ich glaube, er könnte damit ziemlich krass viel Damage anrichten. Deswegen bleibe ich bei ihm bei Dolchen. Das habe ich sonst nie wirklich gemacht. Aber wir bleiben bei den Dolchen. Auch wenn Erik dadurch jetzt nicht der Stärkste ist. Aber ich glaube, das kommt noch. Bam. Ich finde es immer gut, dass wir 3 Damage machen. Sind wir ganz gut bei den Gegnern.
Hab das noch nie richtig gemerkt, ob das wirklich viel bringt. Aber man sagt, man kriegt einen Vorteil, dann nutzt man den doch wohl auch, ne? Säbelzahnkätzchen, finde ich sehr interessant. Weil sie halt so nicht mächtig sind. Aber wir werden ganz bestimmt noch auf die stärkeren Gegner treffen. Und hier ist ein Schatz. Gut zu sehen. Büschel Wollgras. Die müsste eigentlich den Weg hier wieder hoch. Aber zuerst wollen wir nochmal nach hinten. Was sagt die Karte denn? Die Karte sagt, es geht irgendwo hin. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Da hinten sehe ich schon wieder was funkeln. Da hinten ist eine... Oh, jetzt kommen die richtigen Säbelzahnkatzen, sagst du? Alles klar, jetzt wird es interessanter. Dass man Säbelzahnkatzen schon so früh im Spiel trifft, ist ein bisschen komisch. Aber wir werden mal sehen, wie stark die Gegner sind. Ich hoffe nicht allzu stark, weil eigentlich sollte alles ja ziemlich balanced sein. Und hier haben wir wieder Talentpunkte für Erik. So. Nein, nicht jetzt. Machen wir später. Wir leveln eigentlich ganz schön fleißig auf. Gefällt mir. Ruf hier mal Unterstützung. Das bedeutet für uns nur mehr EP, was ich nett finde. So, Erik, mach's mal schnell fertig. Was mir gerade so einfällt, wenn dieses System halt so ist, dass wirklich derjenige auswählen darf seine Fähigkeiten und dann auch direkt angreift, das bedeutet, ich kann gut entscheiden, gut rausfinden, wann ich jemanden heilen muss. Weil ich komme ja 100% als erstes dran. Das ist praktisch schon zu einfach. Weil ich kann genau sehen, okay, ich bin dran. Alles klar, kein Problem, ich bin safe sicher, weil ich kann mich heilen. Oder so. Das war zum Beispiel in Dragon Quest 8 nicht. In Dragon Quest 8 musstest du darauf hoffen, dass du jetzt als erstes rankommst, sonst bist du tot. Alter. Das System ist halt schon, es ist klar, es ist immer schon so gewesen, so höher die Zeit, desto mehr Spieler gibt es und dadurch werden auch die Spiele einfacher, da, weil sie halt eine größere Masse befriedigen müssen. Schade eigentlich, weil ich bin so ein mehr Hardcore, es wurde wie gesagt, es soll einfacher, eindeutig einfacher als Dragon Quest 8 sein und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, weil ich fand Dragon Quest 8 war echt nicht einfach, aber es hat einen riesen Spaß gemacht, das Spiel zu spielen und zu grinden. Es war toll, das Spiel. Kann ich nicht anders sagen. Aber ich will nicht so viel labern, nebenbei können wir ja eher kämpfen. Um weiter Level aufzusteigen, wie wir sehen, machen wir nämlich schon echt krass gut. Erik hat bis jetzt immer noch kein Damage gekriegt, was ich ganz nice finde. So, wie viel Gold haben wir denn jetzt mittlerweile? 502. Nice. Hier sind die Säbelzahnkatzen. Davon gibt es auf jeden Fall ein paar. Diese Knuddelfiecher, ich weiß nicht mal, ob die neu sind, aber gefühlt kommen die mir neu vor. Jedenfalls kenne ich die, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich kenne sie nicht. Ich habe eine Säbelzahnkatze hinter mir. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf mich zugestürmt oder so, während ich hier kämpfe. Finde ich interessant, jetzt sehe ich die Säbelzahntiger gar nicht. Aber da hinten sehe ich ein Monster, interessanterweise. Was denn auch? Who else wants some? Eine Schlummerblume. So, hier haben wir nämlich die Säbelzahnkätzchen. Die sehen genauso aus, wie ich sie mir vorstellen würde. So, haben wir hier irgendwas Bestimmtes? Funkelflecken? Ja, auf der Insel sind zwei. Aber ich habe mich daran gewöhnt, immer wenn diese feißen komischen Geistviecher da auftauchen, wissen wir, da ist eine Truhe in der Nähe. Oder so. Aber hier haben wir die kleinen Säbelzahnkätzchen, die wir erstmal alle abschlachten. Und dann gibt es natürlich noch die etwas stärkeren, die größeren. Mal gucken, wie krass die sein werden. Oh! Interessant. 8 Damage. Das ist nicht die Welt. Easy.
Monsterleder. Monsterleder sieht mir nach Rüstungscrafting aus. Ich finde das mit den Bäumen etwas irritierend tatsächlich, weil man sieht, ich sehe halt nichts, wenn mir die Blätter in die Fresse ragen. Die Kamera war nämlich glaube ich, niedriger. Oder in Dragonfest 8 um einiges niedriger, glaube ich. Hier ist ein Stärkesamen. Übrigens. Und ich glaube, hier ist gar kein Racker. So wie, ich glaube, hier hätte doch einer rumlaufen müssen, oder? Ich sehe keinen. Naja, was soll's fürs Erste. Greifen wir nochmal den Kleinen hier an. Ah ja, der trifft uns natürlich völlig unvorbereitet. Ist natürlich logisch. Ach, was ein Bullshit. Okay, Psychoron wird erstmal overpowered. Das können wir direkt gleich nutzen für die Säbelzahntier. Dich will ich jetzt nicht damit verschwenden. Ich will wissen, wie stark die Säbelzahntiger tatsächlich sind. Also ab darüber und angreifen. Frag mich, wie krass du halt wirklich bist. Okay, du machst um einiges mehr Damage. Aber das bedeutet, dass wir jetzt den Koop-Angriff machen können. Moha! Ja, ich weiß, möglicherweise einfach mal so eine Verschwendung, aber egal. Erfahrungspunkte, 25 Gold gegeben. Die sind auf jeden Fall stärker, deswegen werde ich mal ganz kurz... Wofür haben wir die Heilung eigentlich? Ehrlich? Ich benutze sowieso momentan keine wirklichen Skills. Aber komm her. Gucken wie viel... Wir kriegen immer nur eine Säbelzahnkatze, das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ist halt krass vom Angriff, aber das war es dann auch. Nice. Flammhieb benutze ich ja kaum bisher, weil ich momentan das eigentlich nicht brauche. Oh nö. Wichsviecher. Na egal. Ihr solltet ja kein großes Problem sein. Mach 14 Damage an euch. Jetzt mache ich 14. 5. Okay, nice. Kritischer Treffer. Also es ist jetzt schon langsam schwerer, sagen wir so. Es wird, es ist nicht sehr schwer, aber es wird schwerer. So ein Heilkraut ist perfekt eigentlich. Aber erstmal machen wir die erstmal 7 Damage nochmal und machen dich nochmal kaputt. Ich glaube, wir können das auch ganz einfach ohne Fähigkeiten machen. Ich glaube, wir machen ihn auch so, glaube ich, ganz gut weg. Vielleicht doch nicht. Der hat eine gute Abwehr. Ja, jetzt muss er down sein. Jo. Aber der macht uns schon gut Damage. Das können wir nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Übrigens Stärkesamen. Ich glaube, das geben wir... Sephiron. Was sind denn Tierknochen? Ich hab's genau gesehen, hier waren Tierknochen. Stück aus dem Skelett eines richtigen großen Monsters. Aha. Eine munter machende Blüte, die einen einzelnen schlafenden Blüten wecken kann, zum einmal Gebrauch. Aha. Alles klar. Ich würde sagen, dich machen wir als Erstes weg. Ich drücke einfach nur E und bin dumm. Hätte eigentlich erstmal den Bogenschützen wegknallen müssen. Weil, obwohl so krass... Obwohl, der hat Stärkung gewirkt, ne? Ich bin noch ein bisschen verwirrt manchmal. Ein Heilkraut, wunderbar.
Da hinten ist auch was, wie ich sehe. Klumpen Kupfererz, ein Feuerstein und nochmal ein Klumpen Kupfererz. Ich frage mich ja, wann wir wirklich craften dürfen überhaupt. Und da sind wir auch schon wieder auf Stufe 9 mittlerweile. Krasser Shit. Ja, wie gesagt, ich grinde ja. 3 Talentpunkte insgesamt. 9 haben wir jetzt. Hintertür haben wir gewirkt. Nice. Und ja, diesmal verwenden wir sie. Und zwar als Lichtbringer. Chance auf Kräftigung plus 5, nämlich. Oder. Das Sachenhieb zum Beispiel war. Ne, wir gehen auf den Lichtbringer. Jo. Was haben wir denn da freigeschaltet? Dafür brauchen wir 8. Dafür brauchen wir 8. Zick und plopp. Erik hat 7. Mal gucken, ob er da überhaupt was mit freischalten kann. Er braucht dafür 8. Hätte ich gerne als nächstes, würde ich sagen. Schleimschlachter. Ne, ich bin ja hier beim Schwertkampf. Nicht ein Feind auf eine spezielle Weise, die diesen gelegentlich versetzt. Chance auf kritischen Treffer mit Messer plus 2%. Ah komm, machen wir das erstmal. Ja, gut. Das muss ich halt warten, bis ich Talentpunkte kriege. So. Gib mir mal ein Heilkraut. Wunderbar. So, machen wir dich erstmal weg, würde ich sagen. Ah, du machst mehr Damage. Das ist mir aber egal. So, ich würde sagen, wir verziehen uns hier, weil hier gibt es nichts mehr. Dann möchte ich noch die Mission abgeben. Kannst du meinetwegen machen. Du bist sowieso der Letzte. Das sollst du, glaube ich, nicht überleben. No, weg mit dir. Ha! Easy! Nur mit deinem Easy, Alter. Another one, bite. Na, man beißt du das, ja. Aber nicht heute. Who else wants some? Und Attack. Ja, schützen mich bis zuerst. Och nö, bitte nicht. Ja, danke, dass ich erstmal schlafen darf. Kriegt Erik auch allein hin. Oh, this is no problem at all. Nice. Und Erik ist schon wieder Stufe 9. Shit.
Alter, wie viel LP der einfach kriegt. Der ist echt krass. Ausdauer kriegt der echt wenig, ne? Aber geschickt, das geht immer. Und Flink hat natürlich magische Macht. Magische Heilung ist halt nicht, überhaupt nicht vorhanden, aber Charme, ne? Ja, können wir noch nicht verwenden. Haben wir noch zu wenig von. Another one. Und boom. Easy. So. Ich würde sagen, da sind wir direkt wieder auf dem Weg nach oben, um unsere Quest dann auch endlich mal abzugeben. Aber nebenbei, jeder Monster, der uns über den Weg läuft, wie zum Beispiel der hier, der unmittelbar am Wege steht, greifen wir an. Another one bites the dust. So, nach einem kurzen Cut bin ich wieder da. Ja, ich habe nämlich bemerkt, dass ich nicht mehr am Aufnehmen war, weil meine Festplatte voll war. ja, ich habe sehr viel vorproduziert. Deswegen war meine Festplatte möglicherweise voll und ja, dadurch hat er nicht den Teil mehr aufgenommen. Mittlerweile ist es Tag. Und deswegen bin ich schon wieder hier oben. Ich wollte eigentlich jetzt direkt zurück, um die Quest abzugehen, die wir ganz am Anfang des Spiels gemacht haben. Und danach wollte ich die Folge beenden. Und Gott sei Dank habe ich das vorher mitgekriegt. Weil ihr habt nichts Großes verpasst, bis auf ein paar Monsterkämpfe, die wir noch gemacht haben. Und das war's dann. Ich würde sagen, wir geben erstmal die Mission ab. Halt! Sagt nichts! Ein so erfahrener Recke wie ich erkennt das Lächeln eines Mannes, der seinen ersten Korbkraft eingesetzt hat. Auf einen Kilometer Entfernung. Das Funkeln in euren Augen, der federnde Gang, das zufriedene Strahlen. Oh ja, ihr habt euren ersten bravourös eingesetzt. Ihr könnt mächtig stolz auf euch sein. Zusammen mit einigen treuen Mitstreitern die erste Koopkraft einzusetzen, ist ein glorreicher Tag für jeden aufstrebenden Krieger. Und fühlt es sich nicht einfach unglaublich an? Ja, die Koopkräfte sind einfach das Größte. Ich muss euch gestehen, dass ich durchaus stolz darauf bin, euch die Augen für dieses Wunder geöffnet zu haben. Hier, das ist für euch. Betrachtet es als kleines Andenken an diesen magischen Augenblick. Levan erhält eine Goldkette. Und nicht zu vergessen, es gibt noch viele weitere Korbkräfte, die entdeckt werden wollen. Die unzähligen Möglichkeiten, Zauber und Fähigkeiten zu kombinieren, verblüffen selbst mich immer wieder. Und wenn ihr glaubt, Koopkräfte seien immer nur eine Angelegenheit für zwei Personen, dann irrt ihr euch aber gewaltig. Manche von ihnen sind sogar nur mit drei gekräftigen Kämpfern möglich. Kurz gesagt, je mehr Zauber und Fähigkeiten ihr gemeistert habt und je mehr Gefährten ihr kennt, desto mehr Koopkräfte werden sich euch erschließen. Das beweist doch nur einmal mehr, dass man nicht alles im Leben allein bewerkstelligen kann. Nein, es gibt Zeiten, in denen es sich wirklich lohnt, mit anderen zusammenzuarbeiten. Bam. Wunderbar, dann haben wir auch die Quest hier abgeschlossen. Ich finde das immer ein bisschen komisch, dass diese Mini-Quests wurden ja mit Dragon Quest 9 eingeführt. Und ich gucke jetzt mal, was ist denn das, diese Goldkette, die wir da gekriegt haben? Habe ich die? Ne. Erik die? Nein. Ist die im Gegenstandsbund? Nein, es ist ein Ausrüstungsgegenstand. Eine kostbare Kette, die einen eine klitzekleinen LP-Bonus beschert. Transferieren. Wie viel ist die Frage? Abwehr macht die. Wow. Und mal, ist das... Aha, ja, dann machen wir das erstmal bei Sephiron hin. Sephiron ist mir da immer noch am wichtigsten von der Abwehr. So. Und das sollte es gewesen sein. Ja. Naja, das wollte ich nur noch machen. Das war's mit der kleinen Grind-Folge. Ich habe mir aber überlegt, dass wenn ich grinden werde, dann mache ich das besser alleine,
Ich werde aber noch mal diesen Brunnen hier runtergehen, so. Das habe ich noch über komplett übersehen. Vielleicht ist ja noch was Interessantes. Wie eine Truhe dort vorne. Grinden werde ich alleine dann. Das heißt, ich gebe Bescheid, wie viel ich gegrindet habe. Ihr werdet nicht viel verpassen. Storytechnisch. Weil Grinden ist dann sehr zeitaufwendig. Und ein Spitzhut, krass. Der wird erstmal ausgerüstet. Transferieren. Da. Ja, ich bin ja immer noch dafür, dass Sephiron erstmal alles bekommt, am Anfang immer. Und danach gucken wir weiter. So, ich mache nochmal kurz diesen schönen Brunnen hier. Gucken wir, was hier abgeht. So wie es aussieht, gibt es hier nicht viel, bis auf kleine Schuppe. Gut. Und hier sind noch Vasen und dann war es das, würde ich sagen, auch. Also wie gesagt, Monsterleder, ja, mal gucken, was wir damit alles anfangen können. Das wird auch sehr interessant, glaube ich. Wie gesagt, ich danke schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ich grinden gehe, mache ich das offscreen. Und storytechnisch werde ich natürlich alles let's playen, ist ja klar. Deshalb sage ich danke heute fürs Zuschauen und dann bis morgen. Ciao.